Ja, also ein bisschen anderes Auto. Wir erweitern ja auch gerade das Thema Webshop, sind ein bisschen dabei, auch das eine oder andere Mazda-Modell mit anzufassen. Kommen natürlich um die SUVs nicht drum herum. Haben letzte Woche einen CX-5 ein bisschen umgebaut für den Kunde. Ist ganz cool geworden. Das heißt, die Autos nehmen wir auch mit auf. Und natürlich muss das neue Mazda-Flaggschiff mit rein. Jeder kennt meinen Nissan, also eventuell 2022 Maximum Lifted CX-60 auf 35 Zoll, weiß ich noch nicht genau. Aber cooles Auto, ich sehe es jetzt auch erst seit, Sebastian, korrigiere mich, 10 Minuten. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Hat 327 PS Systemleistung, das heißt mit Elektromotor und Vierzylinder zusammen. Jetzt lustiger Keyfact, das Auto kommt ja mit einem Sechszylinder und hat gerade noch einen Vierzylinder. Weil ich habe Bilder gesehen und habe so gedacht, okay, guckst du dir das mal an. Dann fand ich, sah der Motorraum wirklich optisch mega aus und dann, also, da ist Platz, ne? Also, da könnte man jetzt entweder eine Puste drauf machen. Genau, hier wäre stabil Platz für den Lader. Ja, also, das Auto ist auf jeden Fall bereit für mehr. Ja, sonst ist echt schön. Also ich muss auch sagen, wir haben ein paar Fragen bekommen. Vielleicht kannst du die auch kurz vorlesen. Dann gehen wir da schon mal die eine oder andere Frage durch. Da ging es ja, ich habe eine Sache gelesen, da ging es ums Thema Verarbeitung. Also ich muss wirklich sagen, das, was, glaube ich, Mazda in den letzten 10 Jahren an Entwicklung gemacht hat, gerade was in den Schritt Premium und in Richtung Verarbeitung, da ist schon wirklich recht viel passiert. Und das muss man bei dem Auto echt sagen, das Auto ist sehr, sehr schön von innen, super verarbeitet, fühlt sich auch wirklich gut an. Ja, und ich habe gesagt, wir springen rein, gehen ein paar Fragen durch und dann werden wir vielleicht mit den Fragen so ein bisschen durchs Auto geleitet. So, schieß los. Was für Felgen geht drauf? Boah, ich denke mal so 23 Zoll oder so. Also du kriegst schon, also du kannst schon richtig. 20. Ja, hab dann safe, Alter. Also dann ja, geht auf 20. jeden Fall, also irgendwie 20er, ja. Ja. Also 23 oder so. Das Ding kann man schon so eine richtig fette PMP-Bentley-Optik geben, ne? Das ist echt kein Problem. Kommt ein Diesel ohne Elektromotor? Ja. Haben wir eben gehört, genau, als Sechszylinder. Sechszylinder-Reihe. 2023, ne? Ja. Geht er schneller als 180? Ja, warte mal, muss ich fragen. Sekunde, können wir gerade klären? Der geht, der Koffer. Der Koffer geht 180. Nee, er geht 200, da regelt er ab und 204 sind das in Wirklichkeit. Wie ist der Durchzug beim Beschleunigen? Das wird gleich spannend. Wir fahren gleich das erste Mal 0-100, 5,8 Sekunden in so einem Panzer. Stelle ich mir spannend vor. Ja. Gibt es denn auch in sportlich und 1000 Kilogramm Leergewicht? Ja, heißt MX-5. Genau. Könnte man drüber nachdenken, jetzt irgendwann mal 2,5er-Swap für einen ND. Gibt es denn auch einen schön? Das ist, glaubt, also es gibt ja so SUV-Leute, die Autos nicht mögen. Ich glaube, das muss man mögen oder nicht. Ich finde das Auto echt schön. Ich finde, es wirkt echt sehr, sehr angenehm. Stimmt es, dass ein Sechszylinder in diesem Auto geplant ist, aber nur für Amerika? Nein, für Europa, haben wir eben gehört. 2024 Europa Benziner, 2023 Europa Diesel. Zuglast? 3,5 Tonnen, das ist echt geil. Das ist krass. Passt der Motor in den MX-5? Ja, es ist ja quasi ein MX-5-Motor. Geht der quer? Ich weiß nicht, ob wir es testen dürfen. Ich kann ja mal fragen, ob wir so einen Koffer mal anstellen dürfen. Das waren so die Hauptfragen. Ja. Der Jorni fragt, ob ein Zwillingskinderwagen im Kofferraum passt. Moment, ja gut, der kommt ja nicht drum herum. Also er muss ja einen kaufen, das hat er ja schon gesagt, weil sonst haben wir bald einen neuen Pulverer. geht. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich bin mir ganz sicher, dass hier gehen auf jeden Fall Zwillingskinderwagen rein. Ich würde ja sagen, leg dich rein, aber das ist... Ja, dann kriegen wir wieder Stress. Nee, aber mal so ein paar andere Sachen. Also ich glaube, wie gesagt, wir werden ja immer... Wir kriegen mies Bashing dafür, wenn ich ein Fahrzeug das erste Mal fahre, dass ich nicht so informiert bin. Ja, muss schon echt sagen. Also ich glaube, das Auto strahlt schon einen gewissen Premium-Faktor mit aus. Glaube, kannst du auch bestätigen. Also als wir sie eben gesehen haben, wie sie angekommen sind. Und gerade in dieser roten Farbe. Ich hoffe, du machst mal kurz einen Einblender rein. Ja, mach ich. Es sieht schon wirklich. Daneben, weil das Ding ist echt ja auch nicht klein. Ne? Nein. Weil, also ich bin 1,88, ne? Das Auto ist nicht. Das ist echt. Ja,
Es ist echt ein Schiff, ne? Aber es wirkt nicht so schiffig wie zum Beispiel ein CX-9. Ja, ja, also gerade wenn du mal hier so rüberschaust, CX-30, CX-60 ist auf jeden Fall, klar, ist kleiner, aber das Auto wirkt jetzt nicht, aber man muss schon sagen, Front wirkt schon sehr, sehr massiv, ne? Also es ist schon ein krasses Ding. Ne? Schon, ist ein schönes Auto, wirkt unwahrscheinlich wertig. Gutes Ding. Also, let's go. So, ja, wir sitzen im Auto. Wie gesagt, wenn ich ein Auto fahre und es ist nicht eins, das wir umgebaut haben, dann ist es immer so, komme ich mir vor wie ein, von so einer echt sehr schwarzen Wand. Ja, also Mazda CX-60, wir haben das Auto von außen eben schon mal gesehen. Ja, also ist schon echt ein ganz schöner Koffer. Verarbeitung, weil wie gesagt, wurde ich auch gerade eben noch mal gefragt, dass ich da ein bisschen drauf achten soll, ist echt schön. Ja, also ist halt eine moderne SUV, einen riesen Tarot, der Geschwindigkeit anzeigt und alles mögliche andere. Also es ist echt auf jeden Fall relativ spannend. Interessante ist dieses Thema, was wir eben gehört haben, es gibt einen MiDrive-Schalter. Was macht denn dieser MiDrive-Schalter? Bei dem MiDrive-Schalter haben wir die Möglichkeit, die verschiedenen... Also ich muss dazu sagen, Achtung, wir haben einen absoluten Experten mit dem Auto, der diese Autos mich den ganzen Tag lang vorstellt. Das heißt, ich fahre nur und mache den Quatsch, den ich sonst den ganzen Tag lang tue. Aber wenn es um diese Faktoren geht, die recht spannend sind oder speziell sind, dann fragen wir... Die Expertin. So, dann schieß mal los. MiDrive, unser MiDrive-Schalter. Oder machen wir es erstmal anders? Ja. Ich muss leider nochmal unterbrechen. Okay. Stell dich mal kurz vor, dass irgendjemand doch weiß, wer du bist. Und warum du davon so viel Ahnung hast. Genau, also ich bin die Pauline. Ich bin von Mazda beauftragt, hier als Produktexpertin mit dabei zu sein. Ich toure mit den Autos gerade durch ganz Deutschland von Händler zu Händler und bin jetzt bei euch und stehe euch Rede und Antwort für alle eure Fragen. Genau. Also, MiDrive. MiDrive. MiDrive ist unser Schalter für das Durchschalten der verschiedenen Fahrmodi. Wir haben jetzt in der Variante, die wir hier haben, 4 Fahrmodi. Wir haben den Sport. Genau, im Sport fahren wir rein auf Verbrennermotor. Wie? Genau, außer wir betätigen den Kickdown. Das können wir jetzt hier in der Stadt nicht machen. Das können wir aber gerne mal auf der Landstraße testen. Aber krass, guck mal, das ist ein cooles Feature. Der wechselt die komplette Farbe. Genau, damit wir immer wissen, in welchem Modus wir uns gerade befinden. Offroad. Was passiert im Offroad-Modus? Den Offroad dürfen wir leider nicht testen. Okay, ich hab mal an. der Offroad ist im Prinzip der Normalmodus, nur abgestimmt eben für Offroad, dass das Fahren auf unebenem Gelände mit dem Allrad. Nee, dürfen wir nicht. Im Sportmodus sind wir rein auf Verbrennermotor unterwegs, außer wir betätigen den Kickdown. Dann haben wir eben die komplette Systemleistung von 327 PS, weil der Elektromotor noch als Booster hinzugeschaltet wird. Cool. Und dann macht der Koffer hier 5,8 Sekunden und 100. Richtig. Wenn wir eine gerade Strecke haben, können wir das gerne mal über den Widerstand hinaus das Gaspedal betätigen und dann gerne mal ausprobieren. Jetzt bin ich auf Normalmodus. Genau, im Normalmodus sind wir in dem Hybridmodus sozusagen unterwegs. Mhm. Das heißt, er fährt optimiert so sparsam wie möglich im Verbrenner. Das heißt, wenn es geht, fährt er auf Elektro. Mhm. Außer wir müssen mal schneller beschleunigen oder wir ziehen gerade irgendwie eine Last oder es geht steilen Berg hoch oder so. Also wenn er mal ein bisschen mehr Power braucht, dann schaltet er den Elektromotor ab und geht auf Verbrenner. Das sieht man auch im digitalen Display links, im Cockpit, genau. Da steht ja D. Mhm. Über dem D ist ein EV. Ja. Ist das lila, ist das für uns das Zeichen, wir sind im Elektromotor unterwegs. Ist das ausgeschaltet, beziehungsweise leuchtet nicht lila, dann wissen wir sind mit dem Verbrenner gerade unterwegs. Oh. Also wenn du jetzt aufs Gas latscht, jetzt. Dann geht er aus. Dann geht der Verbrenner an, genau. Wir haben im Normalmodus auch noch ein weiteres Feature, und zwar unter dem MiDrive-Schalter befindet sich der Charge-Knopf. Der Charge-Knopf ermöglicht es uns, also wir haben ja bei... Genau. Wir haben ja bei einem Hybrid... bei einem Hybrid mehrere Möglichkeiten, den Akku zu laden. Also zum einen gibt es ja die Rekuperation. Das heißt, wir wandeln kinetische Energie in elektrische Energie um, sowohl beim Bremsen als auch beim Verlangsamen. Durch den Charge-Knopf haben wir noch die Möglichkeit, die Batterie aktiv durch den Verbrennermotor aufzuladen während der Fahrt. Also er schaltet dann sogar im Normalmodus den Elektromotor komplett ab und lädt aktiv durch den Verbrenner noch parallel die Batterie auf. Wir müssen da natürlich beachten, dass dadurch der
Verbrauch, der Durchschnittsverbrauch so um 2 bis 3 Liter auf 100 Kilometer steigt. So krass? Mhm. Heftig. Nee, aber so das Auto fährt echt schön. Und wie ist es, der Elektromotor, schaltet er sich als Allrad bei, also quasi die Hinterachse oder die Vorderachse? Wir haben oder? In jedem Modus immer Allrad. Okay. Also er fährt nur auf Allrad, egal in welchem, ob wir elektrisch fahren, Verbrenner, kombiniert, was auch immer. Wir sind immer Allrad unterwegs. So gut, der Rest ist alles recht ähnlich wie bei jedem anderen Mazda. Hat der eine 2-Zonen-Klimaautomatik, also ist quasi hinten dann... Kann ich komplett hinten anders einstellen oder nee, nur links-rechts? Der hat nur links-rechts. Ah. Das Auto hat 3,5 Tonnen Anhängelast. 2,5. 2,5? Ja. Das kann nicht wahr sein. Hast und du vorhin wieder gelogen? Ja, hab ich gelogen. ich hatte im Kopf 3,5 Tonnen. 100 Kilogramm Stützlast sozusagen. Also wir können 100 Kilogramm obendrauf laden, sage ich mal, auf die Anhängerkupplung, was auch im Vergleich zu anderen Modellen, anderen Herstellern tatsächlich recht hoch ist. Aber auch mit den 2,5 Tonnen fahren wir, also sind wir da sehr gut unterwegs. Wenn man das mit vergleichbaren Modellen anderer Hersteller sieht, sind wir da 0,100, ja, recht weit vorne. Hier ist gut. Bist du im Sportmodus? Ja, mach ich jetzt. Jetzt geht's ab. Oh, es leuchtet alles rot. Muss man irgendwas Besonderes machen oder einfach nur voll durchlatschen? Einfach nur voll drauflatschen. Das ist krass, wie der Elektromotor summt. Das einzige Gefühl, das ich sagen würde, ein Elektromotor ist geil. Wenn du einfach diesen miesen Drehmomentkick hast. Das fährt schneller wie 180. So. Ja. Auf abgesperrter Teststrecke. Aber es ist krass, wie der den... Der Elektromotor macht schon Geräusche. Ja, also er summt gut. Ich mag aber mal behaupten, also es ist jetzt eine Behauptung von mir, aber ich mag mal behaupten, dass das auch noch ein bisschen von der Vorserie... Nee, ich finde es cool. Also ich finde es wirklich cool. Also ich finde diese Geräuschkulisse cool. Also ich finde... Ich finde es schön. Also, weil man, also ich finde, ein Auto kann halt ein gewisses Geräusch machen. Vor allen Dingen, wenn ich so viel Leistung abfordere, dass das Ding ja so kreischt, finde, dann ist es schon okay. Ein Verbrenner, den hörst du ja auch. Macht er das auch, wenn man nur im Elektromodus ist? Das Summen? Ja. Ja. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde es cool. Und der Motor klingt auch relativ kernig. Ja. Genau, was man halt jetzt auch schön merkt, wir haben ja ein 8-Gang-Automatikgetriebe, was er automatisch durchschaltet, was jetzt hier auch neu ist. Man sieht bei der, beim Schalthebel sozusagen, sieht man ja, man kann nicht mehr manuell schalten. Mhm. Wir haben aber trotzdem die Schaltwippen. Jetzt wird man sich fragen, wie nutze ich die denn, wenn ich ja gar nicht in manuell schalten kann. Man kann jederzeit eingreifen. Auch im Sportmodus? Auch im Sportmodus. Wir können jederzeit, ohne umzustellen, können wir jederzeit eingreifen mit den Schaltwippen, eben die Gänge umstellen. Der schaltet aber trotzdem von selbst. Genau, er schaltet von selbst, aber wenn man eben sagt, ich will früher hoch, dann. Ja, aber ich kann nicht später. Nee, später nicht. Da kannst keine Grenzerparty befeiern. Die wichtigen Fragen. Ich bin immer noch von diesem Geräusch, von diesem Elektromotor so krass begeistert. Das ist echt krass. Das ist echt laut und ich find's echt geil. Ja, so jetzt, wir haben über Sportmodus geredet, über die Mi-Drive-Schalter. Die Paulina war der Name, ne? Genau, Paulina. Die Paulina hat sich vorgestellt, also wir sind auf jeden Fall hier bestens informiert über den Mazda CX-60. Aber wir haben noch gar nicht darüber geredet, wie das Auto an sich fährt. Also ich finde das Auto, und Paulina hat gesagt, wir müssen unbedingt den Wendekreis testen. Das machen wir jetzt gleich noch. Ja, ich habe irgendwie gerade eben den Bildschirm hier umgeschaltet. Oh. Ja, also... Das Auto an sich ist, also wenn du selbst auf E-Modus, ist es sehr leise, aber das ist, glaube ich, zu erwarten, wenn man nur mit einem Elektromotor fährt. Was ich aber krass fand, und das war das eben, was mich echt so ein bisschen, was ich echt cool fand vom Auto her, dass man, wenn man das Ding so, den Elektromotor richtig gescheucht hat, dass man auch das Ding so arbeiten gehört hat. Das fand ich echt schön. Sonst, glaube ich, wir haben alle möglichen Fahrassistenzsysteme. Da bist du sicherlich besser im Thema wie meine Wenigkeit. Ja, wir sind da jetzt noch ein bisschen fortschrittlicher. Wenn wir im, kannst du noch mal in Normalmodus schalten, bitte, dann siehst du gleich. Wie bestätige ich das? Das macht der automatisch. Ah, okay. Das ich habe mich eben schon gefragt, weil ich wollte die ganze Zeit drauf drücken und dann. Beziehungsweise, na, das zeige ich euch, wenn wir gleich mal stehen. Wir haben noch die Möglichkeit, in dem digitalen Display einzustellen, dass wir sozusagen die Straße digital sehen. Machen wir das nochmal. Da müssten wir einmal auf Einstellungen, dann Display im Fahrzeug. Jawohl, da sind wir.
Und da kann man jetzt Active Anzeige, jawohl, genau, da sind wir. Wir haben da jetzt sozusagen unsere Straße im Display und der zeigt uns da auch die Fahrzeuge an. Das ist ganz also cool. Den Haken hätte man sich sparen können. Achtung. Moment, mach nochmal. Ich habe jetzt gedacht, das wäre wirklich wie früher bei so einem Nokia 6310, wenn du gesagt hast, Schrift vergrößern. Da hattest du zwei Buchstaben auf deinem Bildschirm, da war Armageddon. Geil. Naja, also was jetzt hier halt ganz cool ist, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, wenn wir auf die Straße gehen und es ist ein Fahrzeug vor uns, dann sehen wir also im Display sozusagen, können wir die Fahrzeuge vor uns sehen. Ja? Ja. Geil. Also jetzt nicht als Fahrzeug, sondern als grauen Kasten. Das ist ein bisschen wie Star Wars. Aber er zeigt uns an, wenn ein Fahrzeug vor uns ist, falls wir mal vom Display abgelenkt sind, dass man weiß, ich sollte jetzt nicht aufs Vollgas latschen, da ist ein Fahrzeug vor mir. Bremst der dann auch von selbst? Der unterstützt, ja. Aber wenn ich jetzt voll durchlade und einer ist vor mir, sagt er, nee, ist bremsen. Nicht. Ah, da war jetzt eben ein Kasten. Ich fahre mal hier voll auf das Schild zu. Ich bin leider nicht wie in der Fahrschule, ich habe leider keine Bremse hier hinten. Sonst würde ich einmal drauflatschen. Ja, aber das ist vielleicht auch noch ganz cool, weil das auch noch. Was hat er alles so für Sicherheitsfeatures? Nee, also er hat die diversen Sicherheitssignale, die man eben auch schon von Mazda gewöhnt ist. Aber wir haben hier jetzt eben noch das iActive Sense dazu bekommen, das sowohl innen als auch außen Features aufweist. Zu dem iActive Sense gehört eben auch das, was du jetzt gerade bei dir da vorne im Display siehst. Und wir haben die Kameras, die eben erkennen, wenn du abgelenkt bist oder dann erinnert er dich dran, bitte aufmerksam zu sein während der Fahrt. Dann kommt ein Warnsignal. Wir haben bisher aber noch nicht angeschlagen. Ja. Bisher bist du wohl noch aufmerksam genug fürs Auto. Das ist cool. Nee, aber zum Fahren, also wenn es jetzt mal ums Thema Fahrwerk geht, wir schauen immer kurz oben auf Sportmodus, dann rollen wir mal hier runter. Ja. Also dafür, dass es echt so ein, was wiegt das Auto? Knapp 2,1 Tonnen. Dafür ist es echt gut zu fahren. Also muss man echt sagen, also das Auto wirkt ein bisschen nah vom Fahrwerk her. Beim Anbremsen auch, klar, ist ein SUV. Es ist aber echt sportlich zu bewegen, ohne dass man irgendwie denkt, man hat gerade ein 2-Tonnen-Auto unter sich. Aber das ist gerade, was relativ viele Leute, die Elektroautos gefahren sind, auch schon bestätigt haben, dass so ein Auto sich gar nicht so schwer anfühlt, wie es eigentlich wirklich ist. Und es fährt echt schön, das muss man sagen. Also wenn man hier so ein bisschen, ist halt echt lustig, weil du kannst ja alles nur mit Gas und Bremse machen. Und es rollt echt sehr angenehm. Also es fühlt sich nicht an, wie als würde ich gerade ein 2-Tonnen-Auto hier durch die Kurven scheuchen. Also rein vom Fahrgefühl ist es auf jeden Fall sehr Mazda-like, also es ist echt sportlich, nicht super, super komfortbetont. Das Auto fühlt sich wirklich gut an. Also wir sind gerade irgendwie, weiß ich nicht, 2 Kilometer ein bisschen zügiger gefahren, aber so Feedback-Lenkung ist echt schön, Bremspedalgefühl ist schön, wie das Auto so. Also wie gesagt, das Schalten ist echt krass, also man merkt es kaum. Ne? Also klar, wenn man das Auto fordert, dann ist es normal, dann ist eine Zugkraftunterbrechung da, das ist ganz normal. Aber wenn du so mit dem Auto rollst, ich habe noch nicht einmal beim ganz normalen durch die Gegend fahren gemerkt, dass das Auto irgendwie einen Gang gewechselt hat. Das finde ich echt sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen unsere Autos, da merkst du jeden Gangwechsel. Du machst den ja auch von Hand. Genau, also ganz davon abgesehen, ja, aber unsere Autos fühlen sich ja viel rauer an. Das heißt, für mich ist immer dieser Umstieg in so ein modernes Auto so wie eine ganz andere Welt. Und ich finde halt, das Auto macht echt einen schönen Spagat gerade. Also so von. Noch, das ist ja auch so, wenn du so ein ganz modernes, also das ist ein super modernes Auto, aber wenn du von anderen Herstellern teilweise so neue Fahrzeuge fährst, da fühlt man sich auch gar nicht mehr so als Fahrer. Also muss man sagen, du sitzt halt da drin, das Auto macht tendenziell alles von alleine, das lenkt, das bremst, das beschleunigt. Aber hier kommt man irgendwie sich immer noch vor, wie als würde man das Auto auch wirklich bewegen. Ne? Und ich finde, das macht es halt wirklich toll, das muss man echt sagen. Und ich finde, es wirkt von innen gar nicht so groß, wie es von außen quasi auftritt. Wobei, was sind die Abmaße vom Auto? Wir sind bei knapp 1,90 Meter Breite ohne Außenspiegel. Das ist gar nicht so breit, wie es aussieht. Nein, das ist nämlich Also im Vergleich zum CX-5 vielleicht, um es da vielleicht mal einfacher zu machen, wir sind 5 cm breiter und 17 cm länger als der CX-5. Ja, aber es wirkt nicht so krass. Also wenn du einen CX-5 daneben stellst, das Auto wirkt auf jeden Fall nicht so groß. Wir hatten ja letzte Woche noch einen da oben, da wo wir Felgen drauf gemacht haben. Und
Es wirkt auf jeden Fall nicht so riesig. Oder ist, was ist riesig? Das Auto ist dann gar nicht mal so groß, aber das Auto wirkt so sehr stämmig. Vor allen Dingen, weil die Radlaufkontur ist auch recht dicht. Also man sieht ja, weil das quasi bis zum Rad hin lackiert ist. Beim CX-5 ist ja noch ein Plastikstück dazwischen. Also das Auto wirkt sehr, ich sag mal, sehr rund und gedrungen, glaube ich, ist für mich so das beste Wort, um das zu beschreiben. Also vielleicht kann man allgemein sagen, Mazda bleibt zu seiner Linie treu. Ich meine, wir sehen da auch den Trend bei anderen Herstellern, immer weniger Zylinder, immer mehr Turbo. Mazda geht ja da ein bisschen einen anderen Weg. Ich meine, dadurch, dass Mazda ja jetzt sogar ankündigt, noch einen Sechszylinder auf den Markt zu bringen. Ah ja. Genau, ist exakt der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, es ist halt wirklich, also ich bin da auch Fan bei Mazda, auch, das sieht man jetzt auch im Innenraum. Wir sehen auch bei anderen Herstellern immer mehr, es wird alles auf Touchscreen ausgelegt. Ich finde Touchscreen während der Fahrt zu bedienen unfassbar schwierig. Ja? Ja. Also sobald du über den Hubbel fährst, da hast du wieder irgendwie die Lautstärke. Also ich muss halt sagen, man fühlt sich in dem Auto hier wirklich wohl, weil man einfach sagt, okay, das fühlt sich irgendwie noch an wie ein Auto. Ich sage ja, ich habe... Ja. Welches Auto war das? Irgendwas auch recht modernes. Da bist du halt, das ist wie so ein, du kommst dir vor wie ein Pilot, ne? Da ist alles am Leuchten von links nach rechts, ne? Dann, du hast keinen richtigen Schalter, keinen richtigen Knopf mehr. Das ist auch so ein Punkt, ne? Ich finde, in einem Mazda fühlt man sich auch sehr, sehr schnell einfach zurecht. Ja. Also ist einfach so. Also die Bedienung ist echt einfach. Also und ich aufgeräumt. Ich habe hier mein Knöpfchen, um das hier oben zu bedienen. Ich habe hier unten meine Lüftung relativ schnell beisammen. Also ist wirklich so, ne? Das muss man schon neidlos angestehen. Und wie gesagt, Verarbeitungsqualität ist halt echt schon bei der Musik. Also ja. Die brauchen sich auf jeden Fall nicht vor anderen Herstellern diesbezüglich zu verstecken. So Leute, jetzt guckt euch mal den Wendekreis an. Wollt ihr den von außen filmen? Das können wir gerne machen. Ja, das finde ich krass. Das ist heftig, oder? Das ist echt krass. Du hast ihn ich hab gerade eben gedacht, wir hätten ihn ja in Heißenbach. Es ist schon krass. Das ist echt krass. Das ist wie so ein Bus. Ja, das ist echt beeindruckend. Ganz da nur noch im Kreis fahren. So, was ziehen wir für ein Resümee? Also ich würde sagen, ein CX-60 ergänzt super den MX-5 in der Garage. Gerade wenn man sagt, okay, ich möchte den MX-5 ziehen. Genau, man möchte den MX-5 ziehen. Zur Rennstrecke ist es auch das Auto. Also ich muss echt sagen, ich bin sehr positiv von dem Auto überrascht. In einer gewissen Art und Weise sogar begeistert. Weil ich mir einfach sage, okay, es ist ein modernes Auto, man fühlt sich aber immer noch als Fahrer. Der Koffer hat genügend Leistung zum Abrufen, weil ich das gar nicht beim Alltagsauto finde ich das mittlerweile gar nicht mehr so spannend. Mir ist da echt wirklich wichtig, vernünftig sitzen. Wir haben Sitzkühlung, das habe ich hier mitbekommen. Vernünftige hier Klimaanlage, dann Soundanlage. Was hat das Auto für ein Soundsystem? Wieder Bose. Ja. Also wie das wäre mir zum Beispiel recht wichtig, so Sachen wie Windgeräusche, also dass man einfach komfortabel von A nach B und auch eventuell nach C kann. Und ich glaube, das kann das Auto wirklich in allerhöchster Bravour. Ich mag das Auto, aber ich habe auch natürlich die Mazda-Fahne stabil aufrecht, oder ich halte die stabil aufrecht, weil ich ein sehr, sehr großer Markenfan bin. Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Ergänzung und vor allen Dingen sicherlich Next Level für Mazda. Also gerade was hier so Verarbeitung betrifft, innen, außen und Fahrleistung. Und ich finde es halt genauso, wie Paulina das auch schon beschrieben hat. Ich bin natürlich ein sehr großer Fan davon, dass Verbrennungsmotoren immer noch da sind, wo sie hingehören, nämlich im Motorraum. Jetzt vielleicht noch mal kurz zu dem Thema eben. Also wir haben ja eine Fahrzeuglänge von etwas über 4,70 Meter. Radstand 2,87 Meter. Das ist echt krass. Und dann ein Wendekreis knapp über 10 Meter. Das ist echt heftig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.